Sag mal, Horst, wieso durfte ich gar nicht hinten sitzen? Das ist doch für einen Gast viel besser. Besser! Oh Gott, ja, nö, wie gesagt, ja, wenn du uns das, ja, das ist ja... Wir haben das ja, richtig so Jay Leno-Show. Du meinst also, da sitzt man als Gast besser? Absolut. Das ist auch irgendwie, ich habe auch irgendwie ein gutes Gefühl, über meine linke Schulter zu gucken. Ich glaube, ja, ab der nächsten Sendung werden wir Kobayashi dahin verfrachten und dann den Gast hier reinsetzen. Jo, warum nicht über links? Ja. Wie gesagt, Kerner macht das ja sehr erfolgreich, mhm, über links. Und sonst, glaube ich, außer dir dann keiner. Ja, das ist dann, guck mal, da muss man sich ja auch an den... Das heißt, der ZDF wird gleich überlegen, wollen wir Kerner nicht besser feuern und gleich das Original nehmen? Ja, das sind so wertvolle Tipps, die muss man sich von alten Schuhhasen erstmal geben. Ja. Das ist mein Boss, Horst J. Gonzales. Ein Wahnsinnskerl. Der hat's einfach drauf. Und jetzt hat er sogar seine eigene Show. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Horst J. Gonzales Show. Wie Sie sehen, geht es jetzt hier gleich hoch hinaus, denn unser heutiges Thema ist Auf und Ab. Ha! Wir bewegen uns in ungeahnte Höhen, bewegen uns aber auch in Hamburgs niedrigste Regionen. Und was das heißt, das wird Ihnen später unser Kobayashi McTapas erklären. Und Vorsicht, Kameramann, ist gleich zu Ende, die Rolltreppe. Ha! So. Am Gipfel des Erfolges angekommen, gehe ich auch gleich in unsere neue Studiokulisse. Guten Abend. Was dreht ihr? Bitte? Was dreht ihr? Wir drehen eine lustige kleine Sendung für Hamburgs Kanal Tide. Okay, tschüss. Kennst du den Tide-Sender? Nein. Na, schön einschalten. Ist auf Kanal 21. Okay, tschüss. Jo, schönen Tag noch. Bitte? Ach so, es ist im ersten Monat des Monats, nee, Quatsch, im ersten, kannst du mich nochmal fragen? Ach, wann das läuft? Am ersten Dienstag im Monat um 22 Uhr, das heißt also, am ersten Dienstag im Monat um 22 Uhr. Tschüss, tschüss. Tschüss, ja, da müsst ihr schon ins Bett. So. Wie Sie sehen, reger Durchlaufverkehr hier im neuen Studio der Horst J. Gonzales Show liegt auch ein bisschen daran, dass Tide uns rausgeschmissen hat. Wir waren einfach zu professionell für diesen Haufen. Deswegen müssen wir uns jetzt hier Freiluftstudios suchen. Und wie Sie sehen, befinden wir uns jetzt hier über einer der viel befahrenen Straßen von Hamburg. Man hat mich auf eine Smog-Diät gesetzt, damit ich, das ist auch ein totaler Schwachsinn, den ich hier laber. Ja. Normal. Auf der Suche nach dem Ort Brunsbüttel. Guten Tag, darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Wenn die nicht so schwer ist, ja. Fährt dieser Zug auch nach Brunsbüttel? Nein. Nein? Der fährt jetzt nach? Elmshorn. Elmshorn. Aber wissen Sie, wie man nach Brunsbüttel kommt? Nee, nicht wirklich. Aber vielen Dank für diese Auskunft. Dankeschön. Die war ja angepisst. So, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, hat sich unser Studio mal wieder radikal verändert. Liegt auch ein wenig daran, dass Tide uns vor die Tür gesetzt hat und hat gesagt, macht euren Scheiß doch alleine. Und wir müssen dann jetzt... Oh, ich kriege gerade einen Anruf. Ja. Guten Abend. Ja, das ist richtig. Das ist noch aktuell. Ja. Was käme da als Miete zusammen? Ich hatte nämlich leider vergessen, in der Anzeige zu sagen, dass... ja, das ist... Dann fallen wir leider schon raus. Das ist nämlich... ja. Aber vielen Dank für den Anruf. Dankeschön.
Ja, ich suche nämlich gerade eine Wohnung bei der Bayern immer noch. Ich habe es ja vor 2 Monaten schon mal angedeutet. Falls Sie noch eine Wohnung haben, bitte melden Sie sich in die unten eingeblendete Adresse. Ja. Auch doof. Das ist wieder so eine Deutsche Bank. Das geht nicht. Ja, wir brauchen, da kommen noch 2 mit 30. Was dauert ein bisschen. Wenn wir Pech haben, biegen Sie vorher ab. Da drüben. Na, sie schwenkt schon leicht rüber. Ich versuche mal, Ihnen Auskunft zu geben, ja? Ja, ich hole mal einen Brunsbüttel. Das ist doch nicht doch eher... Nehmen Sie mal das hier. Wir nehmen Ihre Frage mit auf. Das ist ja doch ein neuer Service der Deutschen Bahn. Wir müssen jetzt offensiv an den Kunden ran. Also Brunsbüttel, das liegt doch... Ist das egal wo? Ja, ja, das ist einfach oben rein. Und für das von hier. Ja. Oh, und da stehen aber nur Großstädte drauf. Ja. Hannover und Berlin, glaube ich. Das muss ich gerade mal mein Erdkundewissen testen. Und die anderen sind... Itzehoe, Brunsbüttel. Wir haben ja so kleine, da gibt es so Zettelchen. Die Richtung Itzehoe, ist so richtig, die Richtung? Es steht alles auf dem Fahrplan da, ne? Ja. Hannover, was ich schon gesagt habe, eben große Städte, Berlin auch. Und das andere Berlin ist... Berlin wäre ja die falsche Richtung. Ja, die ICEs fahren dahin. Ja. Aber die fahren ja nicht über Brunsbüttel. Nein, ich wollte Ihnen nur sagen, was da drauf steht. Ach so. Und das andere ist hier in die Richtung. Itzehoe und Pinneberg und Brunsbüttel. Und jetzt weiß ich nicht, weil Brunsbüttel nicht mit draufsteht mehr. Das ist, müsste dann Itzehoe und was ich sehe, kannst du ja, aber Itzehoe geht doch eher nach Brunsbüttel, ist doch eher im Westen von Hamburg. Das weiß ich nicht, in welche Richtung. Auf jeden Fall geht es hier, das ja. Weiß ich. Und weiß ich, wenn bei Brunsbüttel nicht mit draufsteht, ob es die Richtung Itzehoe. Das kann ich mal gar nicht gern. Also, ja. Das sonst, könnte es nur sein. Mein Kollege mit der Weste, der hat auf jeden ja. Fall detailliertere Informationen. Ja. Ja. Gut, 2 Jahre war es da. Stand das mit drauf, ist irgendwie anders. Mhm. Also der hat detaillierte Informationen. Ja. Ich kann nur grobe Richtung weisen. Ach, das wird so gleich auch machen. Ja. Das hier. Mhm. Okay. Nee, das gibt ja so viele Züge, die hier fahren, das habe ich nicht alles im Kopf. Naja, danke. Ja. Gerne. Also hier nebenan, der weiß auf jeden Fall Bescheid. Ja. Helfen, wo man helfen kann und weiterleiten, wo Kompetenzen enden. Das ist das Prinzip der Deutschen Bahn. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, hat sich unser Studio wieder einmal radikal verändert. Liegt auch daran, dass Tito uns vor die Tür gesetzt hat, hat gesagt, macht euren Scheiß doch alleine und wir uns jetzt über ein Piratensignal in Ihr System wieder reinhacken. Ha! Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir befinden uns hier auf einer von Hamburgs vielbefahrenen Straßen und zwar es ist passenderweise die Hamburger Straße. Wir befinden uns oberhalb, weil wir gesagt haben, wir müssen in neue Höhen aufsteigen. Die letzte Sendung hat ja schon bewiesen, dass wir uns aufgepimpt haben. Jetzt sind wir natürlich hier ganz am oberen Gipfel des Erfolges angekommen. Und, meine Damen und Herren, ja, gehen Sie ruhig, das passt schon. Danke. Jo. Da mit Durchlaufverkehr muss man immer ein bisschen rechnen, wenn man sich hier irgendwie unorganisiert und vor allem unerlaubt irgendwo aufhält in der Öffentlichkeit von Hamburg. Ich habe gerade eine Nachricht erhalten, meine Damen und Herren, und zwar von meiner WG-Partnerin, dass ich einen Brief bekommen habe. Und in diesem Brief steht drin, dass meine Steuerrückzahlung angekommen ist. Ich freue mich und gehe jetzt allen saufen. Thank you.
mal ein Zeichen. Ja, genau. Meine Damen und Herren, der Mopo-Witz des Tages. Ein Känguru hüpft durch eine australische Grasebene. Da schaut ein kleiner Pinguin aus dem Beutel, wischt sich den Schweiß aus dem Gesicht und sagt, blöder Schüleraustausch. Schönen guten Abend, darf ich Sie kurz was fragen? Ja, was möchten Sie denn fragen? Wir möchten mit der Sendung hoch hinaus, hoch hinaus. Sind Sie jemand, der auch hoch hinaus möchte? Das habe ich hinter mir. Inwiefern? Weil ich jetzt so ein Alter habe, wo ich nicht mehr hoch hinaus möchte. Na, aber man... Ich war schon mal ganz oben. Ja, wo waren Sie da? Ich habe mal ein Geschäft am Neuen Wall gehabt. Ah. Das war schon ganz toll. In welcher Branche waren Sie da tätig? Mit Blumen. Blumen. Mhm. Und jetzt genießen Sie Ihr... Nein, jetzt habe ich einen ganz kleinen, bescheidenen Blumenladen. Ach so. Ach, hier vorne gleich. Genau. An der Fläche, genau. Dürfen wir Sie da mal besuchen? Muss nicht unbedingt sein. Hm, na gut. Dann danke fürs Gespräch. So. Ne, Sie wissen. Ah, okay. Gut, Dankeschön. Gleichfalls. Guten Abend. So ist das, meine Damen und Herren. Im harten Hamburger Geschäftsleben kann man auch einmal tief fallen. Ja, der harte Fall vom Neuen Wall zur Finkenau. Ein Einzelschicksal, das seinesgleichen sucht. Haben, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und wo, was geht das? Wir haben das Thema hoch hinaus. Möchten Sie hoch hinaus? Oh, am besten da oben hoch, ne? Ja, wollen Sie sich kurz setzen? Nein, 2 Minuten. Ja, gut. Und zwar suchen wir junge, karrierestrebige Menschen. Da gehöre ich Ihnen dazu. Natürlich. Darf ich fragen, in welcher Berufsbranche Sie tätig sind? Ja. Ach, Rentner. Das heißt also, Sie haben jetzt, Sie genießen jetzt das, so Ihre Erträge der Erwirtschaftung der letzten Jahre. So ist das. Darf ich fragen, was Sie gemacht haben? Ich war im Großhandel für Putzmittel. Ah, ja, guten Namen dürfen wir nicht sagen. Nein, ist auch richtig so. Richtig. Und gibt es noch Ziele, die Sie verfolgen? Eigentlich so nicht mehr. So einen schönen Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten? Mit Kindern zusammen sein, ne? Mit den erwachsenen Kindern. Ne? Ja. Also dann doch so eher so die auf dem Boden gebliebenen familiären Wünsche. Natürlich wünschen wir Ihnen da auch viel Glück und Gesundheit, auch Ihrer Familie. Okay, ja. Aber also so wo Sie sagen, hier, das ist so ein unmöglicher Traum, den ich mir irgendwann mal erfüllen möchte. Ich fürchte nicht, was im Moment. Wunschlos glücklich. Ja. Das kann man doch nur jedem Menschen wünschen. Okay. Ist auch ein schönes Schlusswort für die Sendung. Ne? Okay, viel Spaß noch. Ja, vielen Dank und schönen Tag noch. Schönen Gruß. Danke. Dass der Kostas nicht wieder sagt, Henning, hör auf, so zu sagen. So. Okay. Bist du jetzt, wie zufrieden bist du mit der Deutschen Bahn? Ich fahre sehr gerne Bahn. Ja. Ich muss allerdings auch zu meiner Schande gestehen, das soll jetzt keine Werbung sein, aber ich bin Raucher. Ja. Und ich vermisse doch zunehmend... Da habe ich einen Tipp für dich. Fahr mal nach Dänemark auf Entziehungsurlaub. Also ich bin noch Raucher. Ja. Mhm. Und da ist die Deutsche Bahn ja nun... Also da gibt es keine Raucherabteilung mehr. Also gar nicht mehr? Es gibt noch vereinzelte, aber die muss man schwer suchen. Ja. Und die Fenster, die man öffnen kann... Und zwar vorne hinter der Lok in dem coolen Fender. Und die Abteile, wo man Fenster öffnen kann, die hat die Bahn schon lange abgeschafft. Also Fenster. Wie, man kann keine Fenster mehr? Kann man nicht mehr, es ist alles klimatisiert. Also in der Tat. Aber versuch mal in einem ICE ein Fenster aufzumachen, das kriegst du nicht. Aber wenn das klimatisiert ist, das geht doch total gegen gegen das Weltklima. Ja, und es ist auch unangenehm. Ne? Also ist Bahnfahren doch nicht so ökonomisch wie früher weitläufig gedacht. Früher war das viel schöner. Da ist man in so einem Sechserabteil mit seinen Leuten da mal los und hat Fenster auf. Und hat irgendwie so ein Damenkränzchen dabei, die auf Kegeltour sind und sich Schnäpperchen in den Hals kippen ja, so und dann blöde Lieder singen. Das habe ich nämlich immer gehabt. Und deswegen bin ich kein Freund von
Abteilung. Grundsätzlich verreise ich aber sehr gerne mit der Bahn. Ja? Ja? Ja. Wohin doch. Als nächstes? Das ist als nächstes vielleicht mal nach Leipzig. Nein, also ich habe noch von einem Sackbahnhof in den nächsten. Genau. Verstehen. Ich habe noch kein spezielles Reiseziel. Aber ja, man kann doch. Sich ja mal Ziele setzen. Ja. Ja. Wenn ich denn bei dir mal Urlaub kriege, das ist ja immer sehr schwierig zu realisieren. Das wird ja nicht der Fall sein. Hm. So. Willst du noch mit jemand anders quatschen als mit mir? Oder? Ich würde sagen, wir müssten eigentlich noch ein Servicegespräch machen. Ein Servicegespräch? Ja. Das heißt, wir suchen uns jetzt jemanden, der hier arbeitet? Oder? Ja, ich bin jetzt mal die offizielle Beschwerdeannahmestelle der Deutschen Bahn. Okay. Und ich sage jetzt jemandem mal, er soll sich mal bei dir beschweren. Genau. Oder? Okay, dann gucken wir doch mal. Ja. Dann muss ich aber jemand schlecht gelauntes finden. Ja. Ne? Ich drehe mich mal wieder um. Okay. Guten Tag. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Welche denn? Möchten Sie kurz den Platz nehmen? Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Der Tag ist nur halb so schön wie Sie. Der Tag ist nochmal wie bitte? Der Tag ist nur halb so schön wie Sie. Das war ein kleines Kompliment. Ah, danke. Gerne. Wir haben zum Thema der Sendung haben wir hoch hinaus. Ja. Sind Sie jemand, der sagt, ich möchte gerne Karriere machen? Ja, ich habe schon Karriere gemacht, aber... Ich habe es noch Hoffnung, beziehungsweise ich möchte noch weitermachen. In welcher Berufsbranche sind Sie tätig? Ich bin Krankenschwester. Aha, und wo? Ja, im Marienkrankenhaus. Und ich möchte Gesundheitswissenschaft studieren. Ah ja, mit welchem Ziel? Entwicklungshilfe im Gesundheitsbereich zu arbeiten. Ah ja, das ist auch wieder ein schöner humanitärer Beruf, der viel zu wenig gewürdigt wird in der heutigen Welt. Ja, ich sag's immer, Krankenschwester ist eine Berufung, ne? Und ja. Kein Beruf so. Ja. Aber Sie könnten ja auch glatt als irgendwie Model durchgehen oder so. Ja, aber ich habe gar kein Interesse. Nee. Da sagen Sie lieber Menschen helfen, anstatt den Weltfrieden heucheln. Genau. Ja, super. Das ist wunderbar. Probleme da anpacken, wo sie entstehen. Parken? Anpacken. An? So richtig zupacken. Ja, genau. Ja. So in den Richtung, ja. Das ist schön. Ja. Also ich muss weiter. Ja, aber vielen Dank. Dankeschön. Und viel Erfolg beim Studium. Dankeschön. Die dürft mich auch mal in einen Kittel packen. Guten Abend, darf ich Sie kurz was fragen? Ah, verstehe. Jo, kein Problem. Da siehst du? Dann. Tschüss. Mist. Sie waren so kurz davor. Hallo, habt ihr eine Beschwerde? Nee? Seid ihr über die Deutsche Bahn? Das wäre jetzt hier die offizielle Beschwerdestelle. Habt ihr jetzt eine Chance? Naja, sie verspäten sich mal. Ja, nicht mir. Sag's mal der Beschwerdestelle. Hier, nimm mal mit, sag mal. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie sich vielleicht setzen? Nein, danke. Nein? Ach, Sie regeln das lieber umstehen. Ja. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass es mich manchmal stört, dass Sie sich verspätet. Ach, Verspätung? Achso. Ja, das liegt damit zusammen, dass das deutsche Schienennetz in der letzten Zeit sehr marode ist, weil es ja jetzt doch sehr viel regnet. Und es wird sehr viel Gerost anfallen. Okay. Und da muss man natürlich sehr viel putzen. Und damit man die Putzleute nicht überfährt, muss man natürlich ein bisschen Verspätung einkalkulieren. Okay. Das tut mir persönlich auch sehr leid. Und dem Herrn Medon auch. Und der Deutschen Bahn, auch den ganzen Angestellten. Die können ja aber alle nichts für. Weil okay. Das ist ein Fehler im System. Dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich bei Ihnen. Okay, danke schön. So, hat sie sich denn beschwert bei dir? Ja, aber das war keine gute Beschwerde. Beschwerde. Das war viel zu freundlich. Ja. Ich brauche jemanden, der mir richtig eine in die Fresse Richtig haben will. Eine in die Fresse. Also, man muss sich vorstellen, du wärst Herr Medon persönlich praktisch, ne? Die können jetzt mal alle ihren Frust ablassen. Ich bin sozusagen der psychologische Seelenbetreuer der Deutschen Bahn. Das ist gut, okay. Ja. Gucken wir nochmal. Genau, dann machen wir das so. Ja. Nein. Wenn ich hier so drauf gucke, ja, das ist nicht gut. Sie geht kurz aus. Ja, achso. Jetzt knallt die Sonne natürlich genau ins Bild. Du bist so in so einem Heiligenschein dahinter. Ah. Gerade. Sieht aber gut aus. Ja? Noch.
Meine Damen und Herren, sehen Sie nun den Beitrag zu Hund, Katze, Maus, dem Vox-Special hier auf Tide. Hallo Mädels. Darf ich euch kurz eine Frage stellen? Wir machen gerade eine kleine Sondersendung zum Thema Sommer und der ist ja in Hamburg ein bisschen missglückt. Ja, das kann man wohl sagen. Was tun Sie denn, um der Sommerdepression, die 2007 hier überall anfällt, zu entkommen? Also wir Depression, nein. Wir gehen trotzdem Alster-Spaziergang machen. Ach schön, das heißt also, wir sagen ja, jetzt erst recht. Ja, genau. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie gehört haben, hat der Hamburger als solcher nur ganz kleine und minimalistische Wünsche und das als menschliches Urbedürfnis, Gesundheit und einen ehrlichen Beruf. Das ist natürlich etwas, was wir Ihnen allen wünschen, aber wir als Horst Gonzalez Show wollen natürlich viel mehr. Wir wollen ein ganz großes... nochmal. Verdammt. Genau. Und da werden... In Hamburg ist dieser Sommer fast normal, würde ich sagen. Naja, also es war schon ein bisschen... Regen schon, aber die Temperatur... Im März schon so einen tollen Sommer. Ja. Das stimmt allerdings. Das ist so eine kleine Jahreszeitenverschiebung, kann man sagen. Oder dürfen wir Ihnen kurz eine Frage stellen? Ja. Wir sind nämlich hier auf der Suche nach Zielen, die hoch hinaus, also das Thema der Show ist hoch hinaus und wir suchen Leute mit Wünschen, die ganz nach oben greifen. Ach, fällt mir jetzt nicht so ein. Nein, wollen Sie vielleicht kurz Platz nehmen, dann können wir uns... Nee, keine Zeit. Ach, das ist aber schade. Danke. Ja, wie Sie sehen, meine Damen und Herren, der Hamburger als solcher hat keine großen Wünsche. Es sind einfach nur die menschlichen Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, die versorgt werden wollen hier in Hamburg. Eine Gesundheit und einen ehrlichen Beruf, vielleicht noch ein klein wenig Geld, das ist aber alles, was wir uns hier erhoffen und wünschen, natürlich. Aber wir als Horst Gonzalez Show wären nicht die Horst Gonzalez Show, wenn wir richtig auf die Kacke hauen. Und deswegen sehen wir im nächsten Clip, wie der Kobayashi und wie der Horst, also der ich, versuchen hier richtig groß nach vorne zu kommen. Viel Spaß. Doch, das ist... Meinen Sie, das ist parallel zur Klimazonenverschiebung? Nee, das kann ich nicht sagen. Man muss nicht alles darauf schieben. Nee, Steuern werden ja auch so erhöht, ne? Ohne Klimaerhöhung. So, und... ja. Wir sehen das ganz gelassen. Also. Ja. Das ist gut. Das wird gesendet nächsten Dienstag. Tide. Kennen Sie den? Niemand kennt unseren Sender. Das ist aber... Oh. Meine Damen und Herren, es folgt das Wort zum Sonntag. Wie Sie merken, hat der Hamburger keine großen Wünsche. Er ist zufrieden mit dem, was Ole von Beuys uns hier präsentiert. Man hat einen ehrlichen Beruf, man hat Gesundheit und das ist alles, was man sich im Leben wünscht und hofft. Aber, schönes Wetter, dafür könnte man auch vielleicht nochmal sorgen, aber als solches hat man hier in Hamburg ausgesorgt. Auf jeden Fall scheint es in diesem Stadtteil so zu sein. Wir als Hamburger Horst Gonzalez Show haben aber den Anspruch, größere Ziele zu erreichen und deswegen sind der Kobayashi und ich einmal unterwegs gewesen und haben gesagt, wir wollen ganz nach vorne und das schauen wir uns jetzt einmal an. Für Furore sorgen wird. Okay. Immer wichtig, immer und die Hepburn mit dabei. Starke Inspiration, als ich da in Stephans Dom kam und dann rund in diese Katakomben, die haben mich schon sehr beeinflusst. Nee, zur Frage, ich komme nicht.
können. Das geht nicht auf unsere Versicherung. Alles viele Mitarbeiter, die das verschulden würden. Ein bisschen Vermerk machen fürs Archiv. Bilder suchen mit Körpern ohne Kopf. Mhm. Und dann wird der Gast immer mit dem, was weiß ich, Pamela Anderson Tittenbild oder sowas dann vorgestellt. Und je nach Gast müsste man dann halt noch eine Bierkiste hinstellen, damit die auch hochkommt. So wird Fernsehen gemacht. Mit Pappe und Gaffertee. Muss ich ein Vanillocino genommen. Verdammt, das Leben ist voller Enttäuschung. Ölhandvoll. Der erste Kaffee bei Tide. Der wechselt sogar, das ist ja abgefahren. Das ist eine intelligente Maschine. Was, das möchtest du auch rein? Nein. Kamerakind Costa. Was soll ich noch sagen? Es ist mir eine ganz große Freude, heute Abdullah war das, Abdullah. Jo, danke schön. Ja, bitte. Ja, jetzt der Co-Moderator, please. Jawohl, gern. Ich würde mich freiwillig bereit erklären, ein kurzes Gedicht vorzutragen. Oh Gott. Und zwar handelt es sich um ein Kartoffelgedicht. Oder dann bist du fertig mit Kartoffeln gibt es vielerlei, zum Beispiel als Kartoffelbrei. Manche mögen sie auch gebraten. Ja, weil du bist nur am Labern nichts gerade. Ja. Hast du eine Schokolade? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, mit wem du genau geredet hast, Abdullah, aber ich beziehe es jetzt mal nicht auf mich. Zum Beispiel, als, jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Oh, also, es ist Kartoffelbrei, der, es ist in der Tat so, dass ich über viele Gedichte verfüge, die ich sehr gerne und sehr oft vortrage. Ich habe auch hochtrabende, regelrecht dramatische Gedichte. Ich würde vielleicht noch ein ganz kurzes... Ein Furz sprang auf die Latte, brach sich dabei ein Ei, weil er nun keins mehr hatte. Jo, danke. Ja, gerne. Ich danke auch. Und ganz wichtig, dass du halt nach der letzten Ole auch noch wieder zurück auf Dings. Auch wieder zurück. Also vielleicht kannst du noch mal kurz, nehmen wir mal an, du erzählst jetzt, du setzt dich da hin, bla bla bla, Musicals. Dann wäre dein erster... Langsam ist das erste Musical und als... Nein, das war zu früh, ne? Okay. Du musst immer auch warten, bis ich den Cast nenne. Also du kannst auch wirklich auf den Namen warten. Gut. Aber dann auch gleich sofort. Also wenn ich Bruce schon mache, dann musst du schon drücken. Okay. Bei Bruce Willis dann auch das Bild. Okay. Ja, hier steht Langsam ist natürlich hier jetzt in der neuen Flora aktuell und da hat sich die neue Flora was ganz Besonderes ausgedacht, und zwar den tatsächlichen Hauptdarsteller der Stirb Langsam Reihe 1 bis 4 ja, neuerdings, der dieses Jahr übrigens im Kino Stirb Langsam 4, Bruce Willis. Genau, da steht auch schon noch die Gruppe. Ja, war eine schöne Show. Ja, wenn es dir gefallen hat, hat es mir auch gefallen. Wo machen wir jetzt, was hast du so als Premierenfeier noch irgendwas? Im Petto? Ja, ich dachte, wir gehen jetzt kurz noch ins Schiff. Das ist ein kleiner Swipe-Bänder, ne? So, jetzt wird es auch langsam schattig. Jetzt müssen wir langsam los. Tschüss.